Mehr sind die Kinder in Jodl-Köhli-Rheintal. Zurzeit sind 43 Kinder in der Probe in Oberried dabei. Im 2010 haben wir unter der Leitung von der Sissiria gestartet. Mit viel Liebe und Herz bringt sie uns tolle Jodel- und Mundartliedli bei. An der Handorgel spielt für uns der Berg Kolb. Unsere guten Seelen vom Chörli sind Nadia und Bernarda. Wenn wir Hilfe brauchen, kommt Monika uns unterstützen. Mit Stolz singen wir Mädchen in der St. Galler Wertungstracht und Buben mit dem blauen Edelweisshemd und dem roten Halstuch. Wir möchten euch mit unseren Liedern erfreuen und wünschen ganz viel Vergnügen dabei. Elena Lutz hat unsere Abend mit dem Alphornstück Silbernebel dürfen starten und bereichern. Sie geht fleissig in Unterricht zum Martin Nauer und pflegt damit einen wunderbaren Brauchtum. Danke vielmals. Wir vom Kerli singen jetzt für euch unser Festlied, wenn die Schweizer gute Laune haben, vom Ernst Jacobo. Hört gut auf den Text, es erzählt jemand etwas von uns tollen Schweizer.
Liebe Gäste, ein herzliches, grosses Willkommen in der katholischen Kirche in Oberried. Delina hat uns mit ihren Ansagen schon dürfen vorstellen. Genau so, wie sie es gesagt hat, genau so sind wir. Ich möchte eigentlich nur ganz kurz sagen, schön, dass ihr da seid und uns mit eurem Chor zeigt, dass es eine tolle Sache ist, was wir machen. Wir freuen uns all daran, wenn wir den Zuhörern ein paar schöne Momente geben können und ihr Herz dürfen berühren. Allein schon mit dem Anschauen der Kinder macht es Spass, zum da sein. Schaut, hört und geniessen. So sind wir. Mit dem traditionellen Lied «Sisch mir alle sei Ding» stellt sich unsere Kleinformation vor. Ab 10 Uhr dürfen wir zu den Grossen und dann dürfen wir etwas strenger proben. Wir singen für euch eine Kostprobe. Viel Vergnügen!
liebe Kinder vom Kinderjodelchörli Rheintal, liebe Sissi, liebe Anwesende. Ich möchte dir ein Geschenk machen, doch was dürfte das auch sein? Es gibt heute so viele Sachen, wo ich weiss, das freut dich. Wenn mich aber näher besinne, fällt mir plötzlich etwas ein. Letzte, wo ich begann singen, wie dir Tränen tröpfelt sie. Kann ein Lied so Freude machen, das hätte ich auch doch nie gedacht. Darum möchte ich für dich eins singen. Die Stimme hat mir der Herrgott geschenkt. Mit diesen Worten von Franz Stadelmann spüren wir alle, was es den Kindern bedeutet, Freude in unser Leben zu bringen. Was bedeutet überhaupt ein Jodlerkind sein? In einem Chörli mitsingen? Freude? Jede Woche ein Gespändli treffen? Eine Tracht haben oder eine Tracht anlegen? Ein neues Lied lernen oder sich auf einen Auftritt freuen? Das sind Sachen, die sicher jede Woche in der Probe anzutreffen sind. Es bedeutet aber auch für die Schweiz, für unsere Kultur, Zukunft, für das zu erhalten, was Brauchtum ist. Die inneren Werte in der Familie, in den Vereinen, Gemeinschaften und Gemeinden, in der Vielfalt der Traditionen, in der Liebe zu unserer Heimat. Das ist der Kern von unserem Land. Aktive Menschen, die sich einbringen, unsere Liebe zu Land und Leuten. Darum möchte ich euch als Vertreterin vom Nordostschweizerischen Jodlerverband zu eurer CD-Taufe ganz herzlich gratulieren. Geniesst diesen Moment zusammen mit der Sissi, euren Eltern, Geschwistern und Freunden. Als Geschenk habe ich euch auch etwas mitgebracht. Es ist ein Bettmümpfli, wo ihr nach eurem wichtigen, schönen, musikalischen Abend noch geniessen könnt. Auf hohen Bergen wollen wir sein, vom Thomas Schäuber. Ja, das Lied ist rassig, doch uns gefällt es. Wir singen es gern. Ein bisschen Stimmung tut in der Probe immer wieder gut. Und dazu tanzen und ein bisschen Rhythmusgefühl bekommen. Also gehen wir ein bisschen zu Berg. Oh,
Tag in die Berge vom Rode Bieri. Ihr merkt es, wir haben es ein wenig mit den Bergen zu tun. Doch eigentlich geht es nicht einmal darum, sondern immer um den Inhalt. Auch da möchten wir euch sagen, geniessen und hört auf eure Seele. Wir hören genau zu. Thank you.
liebe Sängerinnen und Sänger vom Kinderjodelchörli, geschätzte Dirigentin, liebe Zuhörer, im Namen der Pfarreien von unserer Seelsorgeeinheit Plattenberg, das heisst von Kriessere bis Rütti, gratuliere ich euch ganz herzlich zum Gelingen von eurem grossen und grossartigen Projekt, zu eurer CD «So sind wir». Bis so etwas überhaupt geraten kann, braucht es vieles. Man muss erstens einmal gern und gut können singen, miteinander etwas erreichen. Man muss aufeinander hören, Rücksicht nehmen aufeinander. Und ganz wichtig sind Freude, Begeisterung, Ausdauer, manchmal auch Überwindung, wenn es nicht so ganz nach Wunsch läuft. Ihr habt es geschafft und heute Abend dürfen wir mit euch die Taufe von eurer CD miteinander feiern. Es ist eine Visitenkarte von eurem Chor. Und in Zukunft haben alle, die diese CD erwerben, auch die Möglichkeit, eure frisch gesungenen Lieder immer wieder anzuhören. Und darauf freue ich mich ganz ehrlich. Schon ein paar Mal habt ihr auch mit eurem Gesang bei uns Gottesdienst musikalisch mitgestaltet und verschönert. Und man hat es immer wieder gespürt, Gottesdienstbesucher haben sich darüber gefreut, wenn ihr so frisch von den Lebern gesungen habt. Da hat man merken, Freude ist ansteckend und dafür möchte ich euch auch ganz herzlich danken. Heute in einem Monat ist ein Fest, wo wir uns alle darauf freuen, Weihnacht, Heiligabend. Und da hören wir Botschaft aus dem Lukas-Evangelium, wie die himmlischen Chöre die Geburt von Jesus besingen und wie es Gott lobt. Wenn uns etwas ganz besonders gut gefällt, dann sagen wir manchmal, das ist himmlisch. Und ich glaube, das dürfen wir auch von eurem Gesang sagen. Es ist gewünscht worden, dass wir um Gottes Segen bitten für euren Chor. Und das möchte ich jetzt machen in einem kurzen Gebet. Gott, wir sind dankbar, dass wir heute Abend die CD-Taufe miteinander feiern dürfen. Lass alle im Kinderjodelchörli spüren, wie ihre Lieder uns erfreuen, die fröhlichen Lieder und auch die besinnlichen. Begleite die jungen Sängerinnen und Sänger weiterhin mit deinem Segen. Erhalte ihre Begeisterung und Freude. So bitten wir Gott, unseren Vater, unseren Herrn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Amen. In dem Sinn wünsche ich euch und eurer CD alles Gute. Danke vielmals dem Herrn Pfarrer, dem Ottmar Baldecker, für die Worte, für den himmlischen Beistand, für die neue CD. Und jetzt kommen halt auch noch die Worte vom Götti. Es war zwar schon ein bisschen eine Herausforderung, wo mich Sissi Rieck vor einer Weile gefragt hat, ob ich die Aufgabe als Götti will übernehmen. Weil die CD, die heute rauskommt, ist erst mein zweites Götti-Kind. Das erste Götti-Kind, das ich habe, dem habe ich das Stückchen gewidmet, das ich vorher gespielt habe, nämlich den Sentis-Fahnen-Marsch. Und vielleicht haben Sie von dieser Sentis-Fahne auch gehört, die grösste Schweizer Fahne der Welt, 80 x 80 Meter gross, die nicht alle so gut gefolgt hat. Wo man die aufhängen für den 1. August, am 31. Juli, bei einem Gewitter so verrissen hat, dass man nachher gemeint hat, sie sehe fast ein bisschen aus wie eine Österreicher Fahne. Und darum hoffe ich natürlich schon schwer, dass mein zweites Götti-Kind ein bisschen besser folgt. Und dass ich nicht im November den Winter durch wieder das Götti-Kind flicken muss, dass man es im Sommer dann wieder brauchen kann. Was ich aber auch verraten kann, ist, dass ich zuversichtlich bin für die Götti-Aufgabe bei dieser CD. Weil ich bin wahrscheinlich einer der wenigen hier drinnen, der schon hat reinlassen durfte. Ich habe nämlich den Rohling, also das Exemplar, das nachher gepresst worden ist, im Vertrauen von der Sissi bekommen.
habe dann die Musik im Auto auf und runter gehört. Und die Dörrin als Götti sagen, sie könnte sich auf die CD freuen. Es lohnt sich. Natürlich haben die alle schön gesungen. Nachdem wir es miteinander lustig hatten, wo das Fotoshooting war, wo ich auch noch eine Bratwürste bekommen habe. Und dann hat über den Abend dann fast müssen Ja sagen zu dem Götti-Job. Ja, haben gut gesungen, aber es ist auch eine CD, die ich gestaunt habe, wie vielfältig das ist. Es hat verschiedene Besetzungen drauf, der Gesamtchor, es hat Solos drauf. Und was ich natürlich auch Freude hatte, es ist auch von der Instrumentierung her, von den Begleitungen, ganz eine vielseitige CD. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, den wir auch heute Abend schon gemerkt haben, wir sind einfach eine frohe Truppe. Frisch, frech, fröhlich, aufgestellt. Und da hört man auch, wenn man die CD lässt. Und da hoffe ich, dass ihr da weitermacht, dass wenn ihr dann vielleicht einmal selber Kind habt und die CD laufen lasst, damit die auch merken, wenn ihr dort mal den Plausch gehabt habt. Und dass ihr die Freude an der Musik und am Singen weiterträgt und so auch Werbung macht für andere Kinder, die vielleicht anfangen zu singen. Jetzt müssen wir das Götti-Kind natürlich einmal noch sehen, ob es denn wirklich gekommen ist. Darf man dir eine Art Mutter sagen, Sissi? Weil die Mutter hat mir verraten, dass am Schluss dann zumal gleich noch eine schwere Geburt gewesen sei. Und dass das Kindli nicht hätte kommen wollen. Und dass man zumal denkt, es ginge noch länger als bis zum Termin. Am Schluss hat es dann aber gleich geklappt, das Kindli ist rechtzeitig auf die Welt gekommen. Das wäre nämlich die neue CD. Nummer 1 vom Götti-Kind und ein paar weitere Nummern sind dann am Schluss von dem Konzert sicher auch parat, damit Sie ein Exemplar von dem Götti-Kind können mit teilnehmen. Und jetzt spiele ich noch mal ein Stückchen für das Götti-Kind. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Krampf gewesen, gell? So eine CD-Produktion. Und der Titel von dem Stück, das ich jetzt spiele, hat auch ein bisschen mit dem zu tun. Man versteht ihn vielleicht sogar hier im Rindl unten, nämlich Wedergehinten. Also, ein alter Ausdruck für Muskelkater. Viel Vergnügen. Wir haben an unserem Fototermin dürfen den Nikolas persönlich kennenlernen. Er ist ganz toll, haben wir alle gedacht. Und Musik machen kann er auch noch. Wir danken dir, dass du uns Kind so unterstützt. Er spielt für uns nochmal ein Stückchen und da hat er ja gerade selber schon angesagt. Lasst uns staunen ab dieser Musik.
Vor meinem Häuschen, da steht ein Bänkli. Ein traditionelles Lied mit der Bearbeitung vom Eschi aus dem Entlebuch. Singe die Möhre jetzt gern für euch. Auch ganz traditionell können wir singen. Und es ist uns wichtig, dass der Brauchtum so erhalten bleibt. Lassen wir, was so eine Bänkli-Geschichte erzählen kann. Lorenz Angst hat mit dem Pelagiberg-Jodel von Matthias Zopp schon einmal am Jodelfest mitmachen. Ganz sicher hören wir noch mehr von ihm in dieser Jodlerwelt und wir würden staunen, dass man ohne Begleitung einfach so dasteht. Schön, dass es solchen Nachwuchs gibt. Jo, la, la. Yo, la, 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 ooh, oh, yeah, ooh, ooh.
Liebe Mädchen, liebe Buben, geschätzte Sissi, liebe Götti, geschätzte Damen und Herren. Ich glaube, man kann fast nichts sagen, wenn man einfach heute hier zugelassen hat. Es ist eine grosse Freude für mich, euch, liebe Buben und Mädchen, die besten Wünsche und Gratulationen vom Gemeinderat Oberried zu bringen. Ihr habt in den letzten Monaten wacker müssen proben, haben müssen Zeit opfern, sind sicher mal ein bisschen nervös gewesen, haben vermutlich gedacht, während der Probe, kann ich den Text noch? Können wir das Lied noch? Tönt es überhaupt gut, wenn wir auf die CD hier herarbeiten? Ich kann euch beruhigen. Wenn es macht, wenn es so tönt auf der CD, wie es heute oben tönt, dann ist es ein Traum. Eure Lieder bewegen uns. Sie gehen um nach. Sie machen um ruhig. Ich glaube, die CD ist noch ein gutes Instrument, wenn wir mal schwierige Geschäfte haben im Gemeinderat, um mal zwischendrin ein bisschen Entspannung machen. Weil sie geben wirklich Ruhe und Kraft. Mit eurem Gesang, da bringt ihr Freude über. Das spürt man, das merkt man. Ich glaube, wenn ihr mal da rein schaut, schaut mal, wann ihr hergebracht habt mit euren Liedern. Die Kirche ist voll, die Leute sind von weit und von fern gekommen. Sie lassen alle zu, sie sind ruhig. In der Regel ist man sonst immer im Schnarren, wenn Erwachsene dort sind. Das ist euer Ziel, das habt ihr erreicht. Ich sage, das ist sensationell, was ihr macht. Aber warum macht ihr denn das? Weil ihr eben Freude habt am Singen, weil ihr Freude habt, miteinander aufzutreten. Aber das könnt ihr nur machen, wenn ihr jemanden habt, der den kleinen Flohzirkus ein bisschen zusammenhebt. Wenn man euch nämlich manchmal beobachtet, dann sind ihr ein bisschen am Nauschen, am Machen. Und das macht Sissi. Und Sissi macht das hervorragend. Sissi, herzliche Gratulation. Du hast mit diesen Koffer etwas Wunderbares hergebracht. Und das machst du schon bald 8 Jahre. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die man wirklich aus einem Inneren, mit Leidenschaft, aus Freude macht. So etwas kann man nämlich gerne nicht zahlen. Der Gemeinderat, der hat das Geld gut investiert in eure CD-Sponsoring. Ich glaube, viele bessere Investitionen kann man manchmal nicht machen. Eine Strasse geht kaputt, ein Hag, was sind wir einen Beitrag versickert, aber bei euch mit der CD, da bleibt etwas. Ich kann euch nur gratulieren. Ich glaube, wenn ihr weitermacht und wenn ihr ein bisschen schlau seid, dann fragt ihr euren Götti, geht schon für die nächste CD wieder ein Götti. Dann haben wir nämlich den gerade schon gebucht, weil es ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass man so einen bekannten und berühmten Götti hat. Und ich würde ihn doch gerade wieder fragen, heute Abend kann er sicher nicht Nein sagen. Ich will aber nicht länger werden. Ich will euch einfach nochmal ganz, ganz herzlich danken, da, was ihr macht in der Kultur. Ihr habt heute Kulturgeschichte geschrieben und mit eurer CD macht ihr euch ewig berühmt. Ich glaube, alle hier drinnen haben mal müssen singen in der Schule. Ein bisschen besser und ein bisschen weniger besser. Aber die wenigsten hier drinnen können sich anlassen auf einer CD oder auf einer Tonband. Das habt ihr geschafft. Ihr seid kleine Stars. Ich will noch Danke sagen, vor allem euch, Mädchen und Buben, dass ihr immer an Proben geht, immer mit Lachen an Proben geht, immer freudig mitsingt. Ich will aber auch Albert danken, für ihn seine musikalische Begleitung, weil das tut es noch ein bisschen verfeinern. Allen Helferinnen und Helfern, die
hier im Chor mitmachen, aber auch im Hintergrund mitarbeiten, den Eltern natürlich, die gewisse Kinder vielleicht manchmal motivieren. Und ganz, ganz ein herzlicher Dank gebührt auf den Sissi. Ich glaube, man muss nicht mehr sagen, als einen kräftigen Applaus spenden. Danke, dass ihr zugelassen habt. Miriam Heeb hat vor einiger Zeit das Lied «Don't Worry, Be Happy» vorgenommen und ganz neu arrangiert. Celine und Elena Lutz mit Linda Bünter singen und jodeln für uns das Lied in einer ganz neuen Variante. Auch poppig kann das Jodeln sein. Mit unserem letzten Lied «Schweizer Berger»
von Ernst Jacobo erzählen wir euch von der Welt und ihren Lästern. Aber in der letzten Strophe geht es um uns. Und so wie es unser CD-Titel sagt, so sind wir. Thank you.
Liebe Gäste, jetzt darf ich auch noch reden. Es wäre der Moment da von den Verdankungen. Aber wie wir eben so sind, wir machen es einmal ganz anders als alle anderen. Wir nehmen nämlich die Abkürzung. Alle Erwachsenen, die an dieser CD mitgemacht haben oder heute Abend dabei sind und so eine wichtige Position hatten, haben gesagt, ich warne dich, wenn du mich da aufholst. Und wir haben beschlossen, wir ziehen uns zurück und lassen den Abend ganz im Zeichen von unserem Nachwuchs. Es sind viele, die wir hätten müssen ablesen müssen. Aber ein vergelt's Gott, wenn ich jemanden vergesse, verdanke. Aber ich mache es persönlich mit euch. Wenn ihr mich also kennt, finde ich nämlich schon eine Gelegenheit dazu. Und ich werde es mit grosser Würde machen. Nur mit dem Nachbarn, dem Nikolas, da wird es jetzt eben gerade etwas schwieriger. Der denkt, ja, den müssen wir fast heute Abend machen. Sonst ist er nämlich wieder weg. Und ein Dudel, das ist gerade auch schwierig. Nikolas, es ist wunderschön. Willst du mal vorkommen? Komm mal vor. Ich habe doch gesagt, du hältst mich nicht für. Ja, auch so einen. Nikolas, es ist auch schön, dass du uns zugesagt hast, dass du unsere Göttin bist. Danke vielmals. Wir schätzen das sehr. Und er hat nicht nur die Ohren der Rolling lassen. Wir schenken ihm natürlich heute Abend auch eine CD. Gell, wow. Schön verpackt. Ich hätte gerne gemerkt, dass da eine CD dabei ist. Danke dir. Nochmal. Liebe Jodlerfreunde, wisst ihr aber, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen und was mir persönlich am meisten am Herzen liegt? Das sind die da vorne. Mit grossem Respekt vor den Kindern und mit grossem Dank, dem riesigen Dank, möchte ich euch sagen, wir haben ein happiges Jahr hinter uns, aber ihr habt eine super tolle Leistung vollbracht und ich bin riesig stolz auf euch. Macht weiter so, wir brauchen euch und eure Stimmen. Einen grossen, kräftigen, riesigen Applaus für euch. Jetzt machen wir es ganz kurz. Danke vielmals für euer Kommen. Wir hoffen, euch einen kleinen Einblick zu geben mit all dieser Vielfältigkeit von dieser CD. Wir bedanken euch an uns, auch bei euch, für einen tollen CD-Verkauf von uns. An den Ausgängen stehen unsere Kinder und freuen sich darauf, wenn es natürlich in den Körbchen nicht nur klippert, sondern schön leicht bleibt und trotzdem zu tragen. Gern hat für euch der Bäuerinnenchor Hub Hart ein super tolles Apero vorbereiten. Geniessen ein paar schöne Momente und tolle Gespräche hier vor der Kirche. Wir freuen uns drauf. Der Nikolas wird auch noch ein bisschen dableiben und sicher noch ein paar Autogramme geben. Jetzt ist es soweit und ich sage Danke. Danke für euer Kommen und schön, dass es euch gibt. Nach einem besonderen Gesamtchor mit den Bad Ragazza Jodlern, einem Reichhörli Buchs und der Bäuerinnenchor Hub Hart möchten wir das Fest abschliessen und verabschieden. Die Kinder werden dann mit den Einschellner ganz würdevoll wieder auslaufen. Geniessen den Abend und danke vielmals. Keine Angst, ich habe nicht nochmal eine Ansprache.
Ich möchte nur kurz sagen, dass Delina noch etwas sagen möchte. Ja, so sind wir. Das ist unsere CD. Und jetzt, das ist sie, unsere Sissi. Sie hat mit viel Herzblut uns all die Lieder beigebracht. Etwa einmal haben wir bei der CD-Aufnahme müssen von vorn anfangen zu singen, weil da oder Sepp nicht gestummen hat. Heiss war es Schuss schon im Zimmer. Dann nicht ganz still. Ja, Sissi, hast du etwa Geduld gebraucht mit uns? Und was du alles studiert und organisiert hast, um uns all das zu erleben lassen? Für all das und ganz einfach, für all deine Liebe, wie du uns Jodeln beibringst, möchten wir dir alle ganz herzlich danken sagen. Für das gibt es eine dicke Umarmung und einen dicken Kuss von mir im Namen des ganzen Chörli. Ich darf dir noch ein Geschenk überreichen. Es kommt von Herzen.
heissen alle miteinander. Alles, was du brauchst auf dieser Welt. Thank you.
Cool. Ausser einem Heber. Dann haben wir einen anderen Heber.